Ja, willkommen zu einer der letzten Folgen Norwegen, wenn nicht sogar der letzten Folge Norwegen. Wir sind 160 Kilometer ungefähr vor Kristiansand. Von dort geht unsere Fähre Richtung Dänemark. Und ja, vielleicht noch eine Übernachtung in Norwegen, ich weiß es nicht. Aber heute habe ich noch mal was für euch zum Thema Campingplätze. Wir haben hier noch einen Campingplatz gefunden, besser gesagt einen Wohnmobilstellplatz gefunden. Der ist ziemlich geil. Kostet zwar 200 Nok, das sind ungefähr 20 Euro oder 22 Euro, aber der ist quasi hier am See, mitten im Wald. Da hat man nur so die Fahrspuren. Drin gibt es ein wunderschönes Toilettenhäuschen mit Duschen und halt Toiletten, klar, Entsorgung. Und man hat halt hier diese einzelnen Stellplätze mitten im Wald, jeweils mit Strom und Wasser. Und das ist schon nicht verkehrt. Ja, ein paar Impressionen davon lasse ich euch mal noch da. Und ja, bis später. Einen relativ coolen Stellplatz direkt am Wasser, wie auch sonst. Wir haben, glaube ich, keine Nacht nicht am Wasser gestanden. Doch eine Nacht haben wir mal nicht am Wasser gestanden in diesem Urlaub. Feuerstelle vorhanden, Sicht vorhanden und für jedes Fahrzeug gibt es ja an jedem Stellplatz auch noch mal Wasser und Strom. Und wenn man ganz dekadent ist, kann man hier auch seine Fernsehantenne anstecken. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Manche Stellplätze hier haben sogar eine Bank stehen oder sogar eine Terrasse. Hier hat man jetzt das Häuschen, wo man bezahlen muss, und Bezahlung läuft hier wie folgt ab. Man guckt, welchen Stellplatz haben wir. Wir haben die 12. Dann guckt man, was kostet die 12? 200. Dann nimmt man sich hier so eine Quittung raus, einen Briefumschlag und den Stift und füllt diese Quittung aus. Packt ihn in den Briefumschlag zusammen mit dem Preis und steckt ihn hier rein. Fertig. Und dann ist man schon durch mit dem Bezahlen. Ja, dann gibt es hier noch eine Entsorgungsstation. Und hier sind die Toiletten. Toiletten sind gepflegt, aber ich zeige sie euch jetzt einfach mal nicht, weil ich denke, ihr wisst, wie Toiletten aussehen. Gehen wir mal zum nächsten Highlight dieses Platzes. Die Plätze hier sind schon echt nett. Hier mit Bank, da oben noch eine Bank und Feuerstelle. Dazwischen würde man sein Womo stellen, da ist die Stromsäule. Also schon tippitoppi hier. Und auch die Landschaft ist hier wieder mal so abgefahren, weil eigentlich bewegen wir uns hier auf einem riesigen abgefahrenen Felsen, wo das Wasser durch eine Vertiefung läuft.